Situationsanalyse. Du in deiner Situation jetzt gerade, was raten die Karten? Was sagen die Karten generell dazu? Das schauen wir uns jetzt an und in diesem Sinne, hello, hello Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung. Wir schauen rein. Vielleicht brauchst du gerade eine Entscheidungshilfe. Vielleicht weißt du nicht so richtig, wohin es geht. Oh mein Gott, da zeigen sich schon die 6 der Schwerter. Vielleicht bist du hier gerade auf einem Boot, ja, die Wellen schlagen hoch und tief, es fühlt sich stürmisch an. Du bist vielleicht auch ein bisschen traurig, überlegst zu gehen, was auch immer es ist, ja. Wir schauen jetzt rein in die Karten und symbolisch lassen wir diese Karte jetzt hier liegen. Und da zeigen sich die 2 der Schwerter. Es könnte sein, dass du vor einer Entscheidung stehst, ja, dass du so hin und her gerissen bist in deinem Zustand. Und ich möchte jetzt die Karten fragen und deshalb bitte ich um klare Botschaften bitte für die Legung. Du und deine Situation. Was wollen uns die Karten mit auf den Weg geben? Was sagen die Karten generell zu der aktuellen Situation? Vielleicht, wo steckst du denn da überhaupt drin? Was ist los? Schaut bitte, ob ihr in Resonanz geht. Und macht nichts passend, was nicht passt. Ganz, ganz wichtig. 5 der Münzen, hier ist eindeutig ein Mangel vorhanden. Ja? Vielleicht geht es hier um die Zukunft, wie es weitergeht. Vielleicht in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Ja, will sich diese Tür einfach nicht öffnen. Ich sehe auch eine ganz, ganz starke Blockade. Vielleicht auch in dir selbst, ja, dass du sagst, boah, alles ist so schwer gerade. Ja. Vielleicht hat man sogar irgendwie eine Option, kann sie aber auch nicht nutzen, ja, der Teufel zeigt sich noch, also ich wusste schon, warum ich diese Legung hier heute mache. Hier ist definitiv ein Mangel, vielleicht auch ein Mangel an Gefühl, ein Mangel von Ehrlichkeit, ein Mangel in einer Situation, die einfach nicht vorangeht, du fühlst dich festgefahren. Die 5 der Münzen, ja, es ist so ein bisschen so, man steckt den Kopf in den Sand. Man fühlt sich auch ausgeschlossen, jemand hört einen vielleicht auch nicht. Ja? Vielleicht stößt du auf taube Ohren bei deinem Gegenüber und da passiert einfach nichts. Ja? Der Teufel. Mir kommt rein, dass die Energie, mit der du zu tun hast, was auch immer es ist, ein Mensch, eine Situation, ein Umstand, vielleicht nicht unbedingt gut für dich ist. Der Teufel, das ist eine Energie, die hält einen so ein bisschen gefangen, ja. Man ist unfrei, man kann sich nicht bewegen, man kann vielleicht nicht man selbst sein. Dieser Mensch sagt vielleicht schlechte Dinge. Man kann in allem sagen, es bereitet einem Kopfschmerz. Die Situation, in der man drin steckt, bereitet einem Kopfschmerz. Vielleicht überlegt man genau deswegen, sich hier auf den Weg zu machen. Oder ist sogar schon gegangen. Und jetzt ist man in dieser Phase von, oh Gott. Wo schippert mein Schiff hier überhaupt hin? Gibt es da einen sicheren Hafen? Sollte ich vielleicht umdrehen mit meinem Schiff und wieder zurückfahren? Weil jetzt habe ich nicht mehr viel. Im Gegenteil, ich fühle einen kompletten Mangel in mir. Ich sehe deutlich Unzufriedenheit in der Situation, in der du hier drinne steckst. Und ist eine sehr schwere Energie. Vielleicht auch eine sehr dunkle Zeit, durch die man hier durchgeht. Und da würde ich gerne mal wissen, wenn man auf diesem Schiff gerade am Schippern ist, was rät das Tarot? Was wäre jetzt vielleicht hilfreich in dieser Situation? Was gibt es zu der Situation zu sagen, was hilfreich wäre? Vielleicht wartest du auf ein Zeichen, ja? Was empfiehlt das Tarot? Die 7 der Münzen und die 7 der Stäbe. Die 7 der Münzen sagen mir, dass du sehr viel Energie hier reinsteckst. Sehr viel. Und dann kommt der Teufel und saugt die Energie weg. Vielleicht gab es auch schon so mehrere Anläufe. Ja? Du hast immer wieder probiert. Ja, komm doch einmal, ich versuch's jetzt noch. Und ich sag jetzt nochmal gute Worte. Und ich komm, ey, ich bring mich ein. Und komm, ne, wir klären das und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, mit den 7 der Münzen geht es hier alles sehr, sehr, sehr langsam voran. Ja, das ist eine sehr langsame Energie. Und mit den 7 der Stäben, die sagt ganz, ganz deutlich, zieh dich zurück, um dich selbst zu schützen.
Ich sehe hier Angriff im Außen. Es hat was mit deinem Außen zu tun. Ja, vielleicht, wie gesagt, auch mit einem, in Klammern, toxischen Menschen. Vielleicht ist er auch nicht offensiv toxisch, ja, dass er dich irgendwie schlecht behandelt oder so. Aber die Situation ist in irgendeiner Form toxisch. Und die 7 der Stäbe, die sprechen davon, dass man sich für sich selbst zurückzieht. Dass man auch kämpft für etwas, ja. Ja, man tut es. Aber es kommt immer wieder von außen diese Gegenwehr. Diese Worte, die nicht passen, wo man sich andere Worte gewünscht hätte. Dieser Gegenwind. Ja, und man hat sich vielleicht auch schon aus der Situation so ein bisschen rausgenommen, hat sich so abgeschottet, sich in seine eigene kleine Welt zurückgezogen, wo man jetzt sitzt. 555 bei mir auf der Uhr, als ich das sage. 5. Die 5 steht für den Mangel. 555. Dreimal der Mangel. Hier ruft es heute laut Mangel. Eine Situation erfüllt dich gar nicht gerade. Eine letzte Energie hätte ich gerne noch. Eine letzte Energie. Was ist hier vielleicht hilfreich? Die Kraft, die man noch hat, ja, und es ist nicht wirklich viel für sich zu behalten, die in sich selbst reinzustecken, ja, und nicht ins Außen, weil im Außen, da kriegst du immer nur Gegenwehr. Im Außen kommt dann immer wieder diese Kampfenergie, ja. Jemand kämpft vielleicht auch hier mit Worten. Was wäre hier vielleicht noch hilfreich in der Situation? Was wollen uns die Karten dazu sagen? Man hat viel Kummer, viel Sorgen. Man macht sich, wie gesagt, wirklich hier eine Platte. Wo segelt dieses Schiff hin? Wo geht überhaupt die ganze Reise hin hier in der Situation? Was wird aus der Situation? Ist hier noch Hoffnung? Weil es fühlt sich sehr, sehr kalt und windig und wellig an. Einem ist vielleicht schon übel geworden auf diesem Schiff, weil die Wellen einen so durch die Gegend peitschen. Also das ist so eine Situation, die findet keine Ruhe. Immer wieder zieht da oben am Himmel ein neuer Sturm auf und immer wieder fängt es an zu regnen. Und man denkt sich, mein Gott, wie viele Unwetter soll ich denn noch mitmachen? Ja, es bringt mich zur Verzweiflung. Ich weiß nicht mehr weiter. Es könnte um den Ritter der Kelche gehen. Das ist ein Mensch mit einem Wasserzeichen. Krebs, Skorpion, Fische. Ein Ritter, ja. Ritter im Tarot sind meist diejenigen, die, ja, sich nicht, mit denen ist man meist nicht in einer festen Beziehung. Weil es ist kein König, es ist ein Ritter. Ein Ritter kommt und geht. Im Tarot sind die Ritter die Überbringer, ja, die wechseln die Orte. Mal hier, mal da, mal hü, mal hot, mal ja, mal nein, mal auf, mal ab. Dieser Mensch könnte dir irgendwie, diese Sorgen bereiten. Er könnte irgendwie involviert sein, dass er diese toxische Energie hat. Oder aber, wir fragen ja gerade danach, was könnte hilfreich sein in dieser Situation? Ein Mensch mit einem Wasserzeichen könnte auch hilfreich sein für dich. Vielleicht eine Versöhnungsenergie. Hast du in deinem Umfeld jemanden mit einem Wasserzeichen? Da bietet es sich ja an, jetzt den zu kontaktieren, ihm zu schreiben oder Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht ist es auch deine Auffangstation. Ja. Inwiefern könnte dir dieser Mensch gerade dienlich sein? Vielleicht ist das auch so ein Mensch, der dich immer wieder rausholt aus diesen Gefühlen. Weil dir ist gerade nicht gut zumute. Vielleicht ist dir wirklich so zum Weinen zumute. Ja? Man kann nachts auch nicht schlafen, das ist die 9 der Schwerter. Man lässt alles nochmal Revue passieren, geht alles nochmal durch. Und das Gefühl in dieser Situation ist eher überwiegend negativ. Und doch hat man da oben noch diesen kleinen Funken Hoffnung, dass alles irgendwie doch noch gut wird. Weil dieser Mensch könnte dir hilfreich sein. Diese Karten gehören zusammen. Weil du ziehst dich zurück aus diesem Krieg. Ja? Und wohin ziehst du dich zurück? Hier in deine eigene Welt. Vielleicht hast du eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer. Oder ne? Du bist für dich, sagen die Karten. Weil die Energie, die steckst du die ganze Zeit hier rein. Nimm die Energie und steck sie in dich, damit dein Licht wieder leuchtet innen drinne. Weil das ist vielleicht gar nicht mehr der Fall. Du bist am Boden. Da hast du einen Menschen, den du daten kannst, mit dem du Spaß haben kannst, ja, der dir irgendwie nützen könnte in der Situation. Ich hätte gerne mal eine Klärungskarte auf den Ritter der Kelche.
Welche Energie liegt auf dem Ritter der Kelche? Klare Botschaften bitte. Welche Energie liegt auf dem Ritter der Kelche? Ein Treffen. Die drei der Kelche. Noch mehr Kelche. Gefühl. Du verbindest gute Gefühle mit diesen Menschen. Vielleicht ist das jetzt hier dein Anlaufpunkt. Vielleicht ist das hier gerade dein Zeichen. Ja. Der Wassermensch, ja. Der mit dem Wasserelement. Der könnte relevant sein. Ich habe ein Treffen drin, was mir auch der Ritter der Kelche schon anzeigt. Ja, der kommt mit einer Einladung, der will vielleicht ein Date, der will einen schönen Abend haben, der will mit dir sprechen. Und die drei der Kelche, die zeigen mir auch, dass du hier in einer Dreierkonstellation stecken könntest. Dass hier du, diese toxische Energie und noch irgendetwas oder noch irgendjemand hier mit drin sein könnte. Verstehst du auch gerade zwischen ihm und ihm? Ja, zwischen diesen beiden Herrschaften. Also du hast sie quasi beide im Arm. Es wäre hier vielleicht angebracht, dich mit dieser Person hier irgendwie zu connecten, auszutauschen, zu treffen, was auch immer. Weil die Energie, wo du jetzt gerade bist, weswegen du gerade hier dieses Thema hast, da zieht es dich immer wieder zurück, weil die Energie irgendwie in irgendeiner Form verlockend ist. Da hast du eine gewisse Zeit mit diesen Menschen schon hinter dir. Ja, ihr habt eine Geschichte zusammen, die man nicht aufgeben will. Man fühlt sich einfach vielleicht auch sexuell sehr hingezogen. Oder dieser Mensch ist manipulativ natürlich auch mit dem Teufel. Und er kriegt es immer wieder hin, dich in seine Fittiche zu ziehen. Ein Treffen. Mhm. Welche Energie ist denn jetzt hier gerade sehr präsent in deinem Thema? Welche Energie wirkt? Welche Energie möchte sich zeigen in dieser ganzen Geschichte? Worum geht es? Um Harmonie, die Harmonie, die Wellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 stopp. Oh, ich muss einmal durchatmen. Oh Gott. Ich empfinde gerade ein unwahrscheinlich schweres Gefühl und die Lösung, sie ist da. Das ist Wahnsinn. Spirit, wirklich danke für diese wunderschöne Botschaft. Die Sechs der Schwerter. Die Wellen in deinem Leben dürfen sich glätten. Dieses Auf und Ab, wovon dir schon schlecht wird. Dieses Gefühl, nicht mehr auf diesem Boot sein zu wollen. Ein Teil in dir weiß es. Doch ein Teil in dir verschließt sich vielleicht auch davor, eine neue Tür zu öffnen. Du verwehrst diese Option noch. Du bist noch nicht ganz bereit dafür. Du bist noch nicht offen, diese neue Tür zu öffnen. Und wer weiß, was dahinter wartet. Du kommst mit deinem Schiff und setzt dich erstmal hier hin, wo du weißt, du könntest sie aufmachen. Und vielleicht dahinter, ja, wartet diese Harmonie auf dich. Denn die Wellen in deinem Leben wollen sich glätten. Das ist das Thema. Vielleicht passiert all das gerade in deinem Leben, weil sich die Wellen glätten möchten. Weil du vielleicht gar keine Kraft mehr hast, ja, für dich selbst, weil du dich so viel hiermit beschäftigst, mit dieser Schifffahrt, die nirgendwo hinführt. Es geht darum, wieder in die Harmonie zu kommen. Wie erreicht man Harmonie? Was wollen die Karten dazu sagen? Wie könntest du diese Harmonie erreichen? Der Wagen. Der Wagen spricht von Fortfahren, Weiterfahren, Auszug, Umzug. Weiter, ne? Eine Station, okay, ist mir nicht dienlich, ich fahre weiter. Ich öffne die nächste Tür. Ja, stell dir vor, du gehst in dem Flur entlang. Und überall sind Türen. Und links, du klopfst so an die Tür und niemand macht auf. Ich meine, was sagt dein gesunder Menschenverstand? Danach kommen noch sechs andere Türen. Was würde dein gesunder Menschenverstand dir sagen? Würdest du einfach 3, 4, 5 Tage weiterklopfen? Es macht keiner auf. Vielleicht bietet es sich an, zur nächsten Tür zu gehen und dort mal anzuklopfen. Vielleicht geht da die Tür auf. Und wer weiß, was hinter der Tür ist, wenn sie aufgeht. Da, wo du stehst und gerade klopfst, es öffnet niemand, es hört dich niemand. Es lädt dich keiner ein.
Vielleicht möchte der Mensch dich nicht in deinem Leben haben, in seinem Raum haben. Warum klopft man weiter? Das Klopfen macht dir Unbehagen, es bringt dir keine Harmonie. Was sagt das Tarot? Wie erlangt man diese Harmonie in dieser Situation? Boah. Indem man nicht weiter anklopft. Indem man sagt, gut, Vier der Münzen. Die Vier der Münzen, die besagen, man guckt, was man hat, was man wahrhaftig hat, nimmt das und behält es für sich und baut darauf dann auf, weil dann kann das ganze Ding hier siegreich ausgehen. Die Sechs der Stäbe, das ist der Sieg. Die Sechs der Stäbe, die spricht von einem Vorhaben, von einem Plan, der gelingt. Die Sechs der Stäbe sind gute Neuigkeiten. Wenn man hier vielleicht auch mal sagt, gut, pff, dann nicht, pff, bleib ich halt bei mir. Puh, wenn keiner öffnet, Pech gehabt. Pech gehabt. Ich bin nicht der Horst vom Berg, der hier 10 Jahre steht und klopft. Nein, ich weiß, was ich habe. Es ist zwar noch nicht mehr so viel, aber ich habe noch 4 Münzen. Und die behalte ich für mich, dann gehe ich zur nächsten Tür und klopfe da an. Man macht dicht. Man sagt, gut, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon, höre ich. Wer nicht will, der hat schon. Was wollen die Lennys hierzu sagen? Was wollen die Lennys denn noch sagen? Da ist noch so vieles, wovon du gar nichts weißt, sagen die Lennys. Das Buch. Hier, das Ganze ist viel komplexer. Das Buch, ja, das spricht von einer lehrreichen Zeit. Das Ganze hier ist eine Lehre. Und hier zeigen sich die Wege. Jetzt darf man entscheiden, ja, welchen Weg gehst du? Gehst du den Weg, klopfst weiter an die Tür oder entscheidest du dich für eine neue Tür? Entscheidest du dich bewusst dafür, diesen Schlüssel in eine neue Tür zu stecken, statt den Schlüssel ewig und noch 3 Tage zu ignorieren? Was machst du? Hier ist so viel Verborgenes, von dem du noch gar nichts weißt, sagen die Karten. Da ist so viel. Das Universum kennt ja schon den Plan. Die haben deine ganze Lebensgeschichte schon geschrieben. Das steht in diesem Buch. Du hast gar keine Ahnung, was los ist, wenn du die nächste Seite aufschlägst. Du liest aber immer wieder die gleiche Seite, sagen die Karten. Die gleiche Seite. Das ist, als würdest du jeden Tag wirklich im Buch die gleiche Seite 26 aufschlagen und sagen, okay, ich lese die Seite einfach noch 300 Mal. Ich kenne die schon auswendig. Ich weiß auch schon, wie die ausgeht, die Geschichte auf der Seite. Ich lese die aber noch 700 Mal. Irgendwann langweilt es dich. Irgendwann ist es ernüchternd und schwer, weil wofür liest du die Seite denn noch? Weil du weißt doch schon, wie es ausgeht. Wie wäre es denn hier mal, eine neue Seite aufzuschlagen? Statt dich über die alte Seite, die du kennst, aufzuregen. Steck den Schlüssel da rein und schlag eine neue Seite auf, verdammt nochmal. Und das bin gerade nicht ich, die hier spricht. Das wird mir gerade alles so durchgegeben und ich habe keine Ahnung, wer das hören darf heute. Aber vielleicht inspiriert es hier irgendwen. Ich sorge sowieso nicht dafür. Das Universum geht daher und zeigt das Video hier den Leuten, die es sehen sollen. Und wenn du gerade in Resonanz gehst, dann empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren. Es ist kostenlos und du bleibst dran an den Botschaften. Ich lege jeden Tag für euch. Es geht hier um eine Entscheidung. Die 2 der Schwerter, bevor wir angefangen haben, lagen unterm Deck. Ja, es geht um eine Entscheidung. Es geht um dich, die Herrscherin, zu erkennen, was du eigentlich alles in dir trägst. Du hast das, glaube ich, schon vergessen. Die Herrscherin, die ist, boah, die hat alles. Die ist fruchtbar, die gibt, die ist liebevoll, die ist ehrlich, die ist für jemanden da, die kümmert sich. Das ist wie eine Mama. Die ist immer da, wenn man sie braucht. Aber wer ist für die Herrscherin da? Die Herrscherin darf irgendwann auch mal an sich selbst denken. Weil wenn die Herrscherin irgendwann nur noch gibt, hat sie nichts mehr für sich selbst. Es geht um dich in dieser ganzen Geschichte, um dich und wie du wieder in deine Harmonie kommst. So dass es wieder Spaß macht, das Buch aufzuschlagen und ja, ich lese jetzt eine Seite und ich weiß noch gar nicht, was passiert, aber ich bin guter Dinge. Und nicht ewig die gleiche Horrorgeschichte zu lesen, die dich schon frustriert. Wahnsinn. Ich hätte gern noch eine Energie. Eine Energie auf die Situation.
Beobachter. Sei Beobachter der Dinge. Schau dir die Situation noch einmal genau an. Aber mal aus einem anderen Winkel. Ja, ganz oft ist es auch so, wir Menschen, ja, wir beurteilen unsere Situation. Okay. Aber wenn wir dann zu unserer besten Freundin gehen oder zu unserer Mama, oh, und auf einmal kriegen wir richtig Gegenwind. Die Menschen, die sehen das manchmal ganz anders, weil die nicht mit involviert sind, weil die emotional nicht dranhängen an der Geschichte. Wenn Menschen von außen eine Meinung geben, ja, dann sind die ganz sachlich und objektiv. Und darum geht es hier. Schau mal von unten, schau mal von oben, schau mal von links, schau mal von rechts. Hol dir vielleicht auch Meinungen rein, höre ich. Lass mal Leute auf die Situation gucken, in der du da gerade steckst, wo es nicht weitergeht, wo du frustriert bist. Weil vielleicht kriegst du neuen Input. Vielleicht bin ich das auch gerade. Sunny, du hörst meine Legung und denkst dir, boah, ne? Auf einmal macht's Klick. Das Göttinnen, die Göttinnenkarten, was wollen die uns hier noch mit auf den Weg geben? König der Stäbe zeigt sich. Das ist ein Mann, Widder, Löwe, Schütze. Was wollen uns die Göttinnen hier noch mit auf den Weg geben? Was gibt's hier noch zu sagen? Ich frage die Karten gleich mal, genau wie die Engelkarten, nach einem Rat. Das sind definitiv zu viele. Ich nehme nur diese hier. Die sich nicht gedreht hat. Oh Gott. Oh, ich kann nicht beschreiben, was ich heute fühle bei dieser Legung. Mir ist irgendwie zum Weinen zumute, aber es ist so ein erlösendes Weinen. Ich könnte gerade in Tränen ausbrechen, weil es wie so ein Damm. Ich habe das Gefühl, bei dir haben sich so viele Emotionen angestaut, so viel. Oh, du hast so viel in dich reingefressen, in dieser ganzen Zeit, ja? Um es irgendwie gut zu machen. Und jetzt sitzt du da und denkst dir, mein Gott, ey. Es geht aber darum, dass du wächst. Das alles hier für dich ist ein Learning. Eine Lektion. Das alles hier dient dir. Du kannst unwahrscheinlich doll wachsen. Vielleicht geht es auch darum, dass du jetzt wächst. Vielleicht hast du dich geweigert zu wachsen. Stillstand ist der Tod, sagt man immer. Bewegung ist Leben. Bewegst du dich? Ich sehe dich nicht bewegen. Du bist die fünfte Münzen. Du verharrst auf dem eiskalten Boden und steckst den Kopf in den Sand. Du willst die Wahrheit vielleicht nicht hören. Du willst auch keine neuen Alternativen oder Optionen sehen, die aber da sind. Der Schlüssel, der steht bei dir im Raum. Er steht jetzt gerade neben dir. Du darfst aber wachsen und ihn auch ganz bewusst und verantwortungsvoll, vor allen Dingen auch dir selbst gegenüber, nehmen, in das Schloss stecken und handeln. Und ich betone noch einmal, das bin nicht ich, das sind alles Worte, die mir hier gerade durchgegeben werden. Es ist jetzt an der Zeit. Wachstum. Wachstum. Welche Energien wollen sich zeigen? Du und deine Situation. Verborgene Antworten, das ist mein eigenes Kartendeck. Es ist auch so wunderschön für zu Hause, wenn ihr euch selbst die Karten legt. Ihr müsst kein Tarot kennen, nichts. Ich habe das Deck extra so kreiert. Einfach deine Frage stellen und schauen, was dir das Universum, deine Engel, woran auch immer du glaubst an Energie, dir zeigen möchte. Und schon kannst du reflektieren. 77 Energien. Jemand hat kein Interesse. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin sehr emotional heute in dieser Legung, weil mich das sehr mitnimmt. Ich habe das Gefühl, würdest du gerade vor mir sitzen und du wärst meine Freundin, ich wäre genauso emotional. Ich würde dich vielleicht sogar nehmen und dich schütteln und dir sagen, Mensch, denk doch auch mal an dich. Du bist die Herrscherin, du bist so wunderschön. Du kannst sofort eine neue Situation erschaffen, sofort. Du hast alles. Davon spricht die Herrscherin im Tarot. Die hat alles, was sie braucht. Du hast alles, was du brauchst in deiner Situation, um stabil zu sein. Um dich vielleicht von jemandem zu distanzieren, der kein Interesse hat. Vielleicht hindert dich dieser Mensch sogar an Wachstum. Vielleicht kannst du nicht deine Flügel ausbreiten, dein Leben so leben, wie du es möchtest, ja? Vielleicht hindert dich dieser Mensch an Wachstum. Und zwängt dich in die Knie. Besonders abends, wenn es still wird. Und die ganzen Sorgen und der ganze Kummer hochkommt. Was möchten dir die Engel noch mit auf den Weg geben?
Abschließend, was möchten dir die Engel mit auf den Weg geben in dieser Situation? Eine Botschaft von den Engeln, bitte. Eine Situationsbotschaft, bitte. Ich hätte gerne klare Botschaften von den Engeln. Dir wird es besser gehen. Das wollen sie dir abschließend sagen. Es wird dir besser gehen, wenn du all das hier beherzigst. Du weißt noch nicht, was da kommt für dich. Du weißt es nicht. Du kannst es nicht wissen. Du kannst nur vertrauen, dass es etwas vielleicht Besseres ist, als das, was du jetzt durchmachst. Wenn du den Kopf hebst, wenn du die Optionen siehst, wenn du dich vielleicht sogar wagst, die Türe zu öffnen, dann wird es dir besser gehen. Besser als da auf diesem kalten Boden. Mit all diesen Sorgen, diesem Kummer und dieser Verzweiflung. Es liegt an dir. Wie immer im Leben. Wow. Leute, ich kann nur sagen, fühlt euch alle ganz dolle von mir gedrückt. Ich weiß nicht, wer in dieser Situation ist, aber wenn, ich send dir unwahrscheinlich viel Kraft. Wirklich, fühl dich so doll von mir gedrückt. Du bist auf gar keinen Fall alleine. Es wird besser, es wird immer besser und niemals vergessen, wirklich, alle Dinge im Leben passieren für dich, passieren für dein Wachstum. Auch die vermeintlich dunklen Zeiten, durch die wir durch müssen, niemals vergessen, da ist immer Hoffnung am Horizont, immer, egal wie tief, egal wie schwer es gerade ist auf diesem Meer. Ja, das ist mir gerade ganz, ganz wichtig. Wir tauschen uns aus in den Kommentaren, ja. Wenn ihr eine private Legung braucht, ich bin da für euch, die kriegt ihr online in meinem Shop. Fühlt euch wirklich gedrückt. Ich habe euch unwahrscheinlich dolle lieb. Und in diesem Sinne, wichtiger denn je, niemals vergessen, always smile and shine.